Richtig geil, Alter. Time out of our busy schedules and busted asses all over tired life. Stupid shit, man, I hate it. Bitches lying, bitches crying, suicide, I'll be the line. Getting mine, bouncing freaks, losing sleep. Herzlich willkommen zu Peilermans Wochenrückblick. Wie ihr seht, meistens am Anfang von meinem Wochenrückblick, ihr habt nicht nur schlechte Neuigkeiten in der Welt, sondern ihr habt auch gute Neuigkeiten. Zum Beispiel Limp Bizkit, Verzeihung, Druckausgleich, Limp Bizkit, Gold Cobra, ja? Neuer Album ist draußen, Video Gold Cobra, findet ihr natürlich bei mir unter Mucke, ja? In meiner Favoritenliste auf YouTube. Sehr empfehlenswert, ja, wer ein bisschen auf diese Crossover-Schiene, ein bisschen Rock, ein bisschen Rap, bababam steht und so. Die Jungs sind ja schon lange dabei und very nice, ja. So, kommen wir jetzt zu den nicht so erfreulichen Nachrichten, ja. Und zwar fangen wir zum Beispiel mal hiermit an. Unser Outing-Minister, ja, Guido Westwave, ja. War unterwegs gewesen in Mexiko, hat sich Riesenschlange umgehangen, aber die Schlange war voll Arschloch, hat überhaupt nicht ihren Job gemacht. Weißt du, wenn es jetzt schon wieder weiter unterwegs in der Welt, war eine Chance gewesen, aber wir sind natürlich, wir machen Natur kaputt, wir machen Tierreich kaputt, können wir nicht erwarten, dass die Tiere uns einen Gefallen tun. Ja, ist natürlich ein Problem. Hier, andere Nachricht, ja. Steuerdeal mit der Schweiz, verschont Schwarzgeld. Wer Schwarzgeld in der Schweiz gebunkert hat, soll bei der Steuer verschont werden. Alter, ist das irgendwie komisch? Nö, was steht so in der Zeitung, Alter? Ist ganz normal. Man kann heutzutage, man kann sagen, ja, wir ficken euch, wir verarschen euch. Ja, und dann, Alter, was mit euch? Ja, furchtbar. Leute, Alter, ja. Aber wir brauchen uns nicht wirklich Sorgen machen, weil Merkel sagt, die Gelder der Sparer sind sicher, weil der Euro ist nicht in der Krise. Nee. Wir sind nur in der Krise, Alter, die ganze Scheiße bezahlen müssen, ja? Madeleine, Alter. Madeleine ist besser. So, heieiei. Erstmal natürlich, Alter, um die Ablenkung wegzunehmen. Sam mag süße Früchte, ja? Hat ein paar schöne Äpfel dabei, Alter. Ist very nice. Vitamine, super Vitamina Potentia. Super, ja? Hier eine Meldung, Alter. Riskante Weichmacher in Dildos. Kein Verbot, Alter. Weichmacher in Dildos, Alter? Ich meine, ich dachte, Dildos werden von den Weibern benutzt, wenn er nicht hart wird. Da muss der Dildo ja hart sein. Warum macht man Weichmacher in Dildo, Alter? Dann ist der Dildo doch ja kein Dildo mehr, sondern nur ein Schnulli, ein Schlaffo, Alter. Ist doch kein Dildo. Ja, ich verstehe die Welt nicht, Alter, aber was willst du machen, ja? Hier, die Schlagzeile ist eigentlich schon an für sich, ja? Wer sie nicht kennt, Alter, doch, die kennt man, Alter, ja? Das Gerät hier, ja? Dieser Planet, Alter. Schwere Vorwürfe gegen Vera entwehen. Ja, ich meine, dass die Braut kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen, ja? Die ist stabil gebaut, Alter, die hat richtig was drauf auf dem Kasten, Alter. Und ging hierum, gibt wohl eine Sendung, Mietbrennern auf der Spur, ob da getrickst wird, ja, und zwar die hier zum Beispiel, die Familie, da geht darum, die haben Müll in ihrer Wohnung, die sagt, den Müll hat die Produktionsfirma selbst ins Zimmer gepackt. Wenn die jetzt beim Fernsehen ohne bescheißen würden, dann würde für mir persönlich eine Welt zusammenbrechen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das macht mir richtig fertig, Alter, traurig, ja, ich hab Schiss, ich hab gedacht, wenn die Welt schon draußen scheiße ist, wenigstens im Fernsehen ist noch in Ordnung, Alter, aber dass sie uns da ohne über den Ohr hauen, Alter, ja. Hier, für wen interessiert, Alter? Eigentlich interessiert es nicht, aber man darf natürlich, braucht man die Gelegenheit, diese schöne Raketen zu zeigen. Jay Khan und Indira, liebes aus. Wer hätte gedacht, Alter, ja? Aber okay, war auch eine Fernsehbeziehung und wenn die Fernseher lügen, war ja keine Beziehung vielleicht und so wird mit rum. Andere Nummer diese Woche war gewesen, ja? Sarrazin
wollte Döner essen gehen. Und zwar Kreuzberg. Wenn ihr aus Berlin kommt oder schon mal in Berlin gewesen seid, Kotti, Adalbertstraße, ja. Hazir Restaurant, direkt hinter dem Haus, die Brücke, wo du unten durch ist, rechte Seite, ja. Wollte Döner essen gehen. Das ist der Mann, der Sarrazin aus dem Laden war. Er hier, ja. Mehmet Özkan, ja, seit 13 Jahren Oberkellner. Der hat ihn rausgeworfen, ja. Muss ich aber ehrlich sagen, ist auch ganz in Ordnung. Du kannst nicht immer schimpfen auf die Leute, Alter. Ja, sagen, das sind alle faule Schweine, die können höchstens Salat kaufen, Alter. Und dann wunderst du dich, dass du nicht bedient wirst, Alter. Ja, normalerweise kannst du froh sein, dass du nicht nur in den Klatsch kriegst, Alter. Einen hohen Bogen aus dem Laden rausfliegen tust, ja. Ah, man merkt wirklich, dass auch Sommerloch ist, ist eigentlich nichts los, ja. Wenn das denn hier auf der Titelseite von der Zeitung steht, Alter, dann weißt du, dass eigentlich nichts los ist. Hier, guck mal. Wo finde ich in Deutschland noch Gold? Die ersten schürfen schon in unseren Flüssen. Ich zeige euch gleich Bilder. Das ist kein Joke. Ja, die Leute, Alter, in der Verzweiflung. Eigentlich, vielleicht ist es traurig, aber ich muss lachen, Alter. Ja, wir kommen gleich nochmal dazu. Wir kommen gleich dazu. Direkt, Alter. Und zwar hier. Hier suchen Deutsche nach Gold. Schon ein Krümel ist 100 Euro wert, ja. Und zwar in Berlin, wo suchen die überall? In Thüringen, ja, und hier sind die Ausrüstung, die du brauchst, eine Anglerhose, Metall- oder Kunststoffpfanne brauchst du, ja, und ein Multimeter, da kannst du kicken, ob Gold echt ist. Die Ausrüstung kostet ungefähr 200-300 Euro, bis du das in Gold raus hast, war ich ungefähr 4 Jahre, Alter. Außer wenn du Glück hast, dass dir vielleicht beim Sammeln, dass du so lange Gold sammelst, dass dir ein Goldzahn rausfällt, weil er verfault ist, und dann hast du Gold gefunden natürlich. Und hier seht ihr überall die Orte, wo Gold gesucht wird. Die Beute der Nazis, Alter. Naja. Jeder soll machen, was er will, Alter, ja, wenn es glücklich macht. So, jetzt kommen wir hier zu dem nächsten Ding, ja. Für alle Rapper, hört mal auf mit den ganzen Beef und so, ja. Die wollen uns richtig fertig machen, gerade im Moment mit den Euro und die ganze Scheiße, ja. Die verarschen uns wie von vorne bis hinten, Alter. Alle Regeln, die sie gesagt haben am Anfang Euro, werden jetzt außer Kraft gesetzt und so weiter. Und was nämlich noch dazu kommt, von wegen, wir haben Vollbeschäftigung und so weiter, hier kam jetzt Untersuchung. Die geringsten Löhne sinken am stärksten, ja, seit 2000, also in den letzten 11 Jahren, sind die Nettolöhne, also das, was man auf der Kralle hat, im Schnitt bis zu 22% gesunken, ja, das heißt, wenn du ein Tausender vielleicht auf der Hand gehabt hast, netto, hast du jetzt nur noch 800, Alter, ja, richtig krass, Alter, ja, und die Zahlen beweisen, sagt Sigmar Gabriel von SPD zum Beispiel, die Zahlen beweisen, die Fleißigen sind die dumm, ja? Und dann hat mir Pfeile hoch gemacht, weil ich hier andere Meldungen gesehen habe, die dann zupasst, Alter, so schließt sich der Kreis. Die Leute verdienen immer weniger und hier Zeitarbeit auf Höchststand, ja? Hier steht die Zahl der Zeitarbeiter, das sind die Leute, die sozusagen nur verliehen werden, ja? Die wir arbeiten 2 Wochen in der Firma, 2 Wochen die Firma und so weiter, ja? Jeder zweite Job, der in den letzten Jahren entstanden ist, ist nur Zeitarbeit. Und Zeitarbeit heißt, man hat keine Zeit, aber man hat auch kein Geld, Alter. Ist wirklich so, weil du verdienst richtig wenig unter Tarif. Ja, ist nicht Fulltime-Job, sondern Zeitarbeit. Ja, merken, Zeitarbeit, keine Zeit und kein Geld. Normale Arbeit, wenig Zeit und wenigstens ein bisschen Geld vielleicht. Ja, wenn man Glück hat, richtig geile Arbeit, richtig Zeit und richtig viel Geld. Ja, so eine Arbeit mehr schick mal haben. So, dann habe ich hier eine andere Sache gesehen. Hier, Fabienne träumt vom Sex am Strand, ja. Und hier unten steht, wenn sie wiedergeboren wird, dann als Schaf. Ja. Also sie muss nicht ihre Tage kriegen, Alter, dann ist sie nämlich rot, das Schaf, Alter, das sieht richtig kacke aus, ja. Hier, Umfrage, deutsche Männer mögen natürliche Frauen, Alter. Was soll das heißen? Richtig mit Haare und sowas? Oder was soll das heißen? Oder heißt natürlich, dass die nicht getuned sind? Ja? Ich finde, man kann doch nicht einfach so eine Ausgrenzung. Dann ist doch, das ist doch Minderheiten, die Frauen, erstmal muss man offen sein dazu. Genauso wie die Frauen auch offen sein sollen. Verstehst du? Also, finde ich okay, ja. Hier, anderes Elend, ja. Ihr kriegt es ja selber mit, ja. Geht los. Oh, Alter, man hat... Ich habe noch nie so viel... Oh.
in Wetter, nach Wetter gekickt, wie jetzt. Ja, ich meine, okay, jetzt hat man eine App, Alter, Wetter-App. Ja, kick ich Wetter. Morgen Regen. Denke ich mir, okay, morgen Regen, Alter, dann suche ich mir mal eine lange Hose raus, Alter. Dann kick ich übermorgen 30 Grad, Alter. Dann denke ich, oh, denk mal kurze Hose raus, Alter. Dann aber nachmittags wieder 20 Grad, Alter, ja. Ich kann nicht immer einen Koffer mitnehmen bei dem Scheißwetter. Können die sich mal aussuchen, Alter? Von mir aus sollen sie sagen, okay, Woche Regen. Aber nicht ein so, ja. Und das ist nämlich das Thema hier. Zickzack-Sommer, ja. In Berlin, Alter. Richtig arm, ja. Hier, Pfeil nach unten, das heißt, da kommt noch irgendwas. Hier ist die Grafik. Hier. So sah dieser Sommer aus, Alter. Ja. Sieht aus wie von jemand, der Herzrhythmusstörungen hat, Alter. Wir wollen nicht hoch, runter, wir wollen hier. Wang, Wellen, Berge, Ing, Sommer, Tal, Gipfel. So wollen wir Sommer haben, Alter. Und nicht hin, her, rinnen in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, Alter. Flieg aus. Da wirst du voll die Kirre im Kopf, Alter. Ah, so. Nächste Ding. Hier, Alter. Eigentlich nicht lustig erstmal, ja, hier. Kleiner Junge, John, 4, kracht aus dem Kettenkarussell, ist der rausgefallen. So ein Ding, was sich dreht hier, ja. Kracht in Wohnwagen der Wahrsagerin, ja. Und jetzt hier unten ist die Wahrsagerin, sie. Ich hatte schon die letzten Tage ein seltsames Gefühl. Na, hätte sie ihn denn nicht mal vorher Bescheid sagen können, dass er nicht fahren soll, Alter? Ich hatte vorher ein seltsames Gefühl. Ein seltsames Gefühl hatte der Junge auch, Alter, als er dann aus den Dingen rausgeflogen ist, ja. Hier, Wörterforschung, ja. Wörter und ihre ursprünglichen Bedeutungen. Geil war früher Ausdruck für üppig wuchernd und überschwänglich, ja. Ficken bedeutete nichts anderes als hin und her laufen, früher, ja. Vögeln, Mittelalterpflichten, Damen Singvögel zu halten, packte sie die Lust, stellten sie als Zeichen für den Liebhaber den Käfig ans offene Fenster. Und er wusste, es war Zeit, zu den Vögeln zu gehen, Alter, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Luder. Das Wort kommt aus der Jägersprache und bezeichnet ein totes Tier, das ausgelegt wird, um Raubtiere anzulocken. Tote Tier, Alter. Auch nicht schön. So, hier in Berlin, nächstes Thema, ja. Jetzt beschweren sich viele in Berlin, weil jetzt sprechen Menschen, die in Berlin offen angefeindet werden. Familie, Besserverdiener, wird Auto abgesündet. Schwabe, ja, und Touristen. Mach nochmal, jetzt ruft den an, Alter. Geht doch nicht. Ich ruf dich gleich zurück, ich bin in der Aufnahme drin. Tschüss. Kumpel von mir, Olli, ja? Schönen Gruß, Olli, Alter. Ist Multimedia, Alter, ja? Gerade am Telefon, jetzt im Netz drin, ja? Und die Leute werden halt gedisst, wa? Hier zum Beispiel Schwaben, hier steht, tötet Schwaben unten. Hier steht, Touristen Berlin don't love you. Problem ist natürlich, wir sind in Berlin in Ballungszentrum drin. Das heißt, der Raum ist begrenzt, Alter, ja. Wir haben ja offene Arme gehabt, Alter, aber jetzt sind wir voll, Alter, wir können nicht immer mehr. Ich bin heute in der S-Bahn gefahren, Alter, da waren zwei Amerikaner drin gewesen, die haben nicht mehr zusammengehört. Die haben so laut gequatscht, beinahe, am Telefon jeder, dass ich fast richtig ausgeflippt wäre, Alter, ja. In den neuen S-Bahn kann man ja keinen mehr rausschmeißen, so einfach, weil die Türen dir nicht auf, wenn du drückst, ja. Aber, nee, Quatsch, aber, es ist zu voll, es ist zu laut, es ist zu eng in der S-Bahn, Alter, nein, es ist voll, Alter, ja? Oder wir tauschen, Alter, ja? Wenn ihr irgendwo aus einer Gegend kommt, wo richtig geiles Wetter ist, richtig vielleicht auch richtig gute Luft und Rohstoffe, geil bezahlte Jobs, Alter, dann kommen wir zu euch, Alter. Wir ziehen Berlin komplett um, Alter, ja? Sagen wir, wir ziehen nach München oder was? Ist München... Das ist kein geiles Wetter. Nee. Na, oder zum Beispiel Florida, Alter. Wir tauschen mit Florida, dann können die ganzen Florida-Boys herkommen, Alter, und wir fahren in die Sonne, Alter. Ist doch gut. Ja, hier, wenn ihr in Berlin seid, Potsdamer Straße, ja, da ist Galerienviertel und Maria wartet dann vor der Galerie auf ihre Freier, ja. Also ihr könnt sagen, ihr seid Kunstliebhaber, ihr wartet in der Ausstellung, Alter, ja. Und dann könnt ihr trotzdem auch mal bei Maria vorbei. Und hier sind wir, ja, Schuldenerlass-Diskussion, ja, ich hab's schon letztens gesagt, Hungerkatastrophe in Somalia wird immer krasser, ja. Also, aber da wird nicht, die haben ja auch Schulden, aber die wird nicht die Schulden erlassen, weil sie nicht in Euro drin sind, Alter, ja. Weil das anscheinend ja alles, ja. Hier, Alter, boah, kick mal hier. War ja jetzt mal so. Wie findest du die?
Gut. Ah, fuck, Beiler. Ja, hier, ja. Sie mal hingucken in der neuen RTL-Show. Es kann nur einen geben. Und da ist nämlich schon der Verrat. Es kann nur einen geben, nicht eine, Alter, ja. Weil, war mal ein Typ gewesen. Ich finde mies, das ist Urkundenfälschung, das ist Vortäuschung falscher Tatsachen, das ist ein Strafbestand, Alter. Dafür muss man Gefängnis, Alter. Weil, ja. Stell dir mal vor, du, Alter, schön, und dann auf immer, Alter, machst du so und dann auf immer Kuckuck, Alter, und was ist denn da los, Alter? Flippst du aus. Ja, lieber nicht. Kick mal her, hier ist auch geil. Ja. Von hinten der Anblick, Alter, ja. Hinten schön Maurer-Dekolleté, Alter, Schwede. Ja. Ich hab's ihnen gegönnt, muss ich sagen, ja. Japan, Frauen, Fußball, Paralympic gewonnen, ja. Japan hat gewonnen. Ich hab schon gesagt, während dem Spiel eigentlich schon gesagt, schon vor Halbfinale eigentlich gesagt, Japan gewinnt wegen Yin-Yang, Alter, weil die haben so viel Pech gehabt mit den Atomen und Erdbeben. Und jetzt haben sie mit dem Fußball gewonnen, ja. Dann, hier. War wieder im Boxen gewesen. Hook hat gewonnen, ja. K.O.-Sieg. Nur noch 12 Tage bis zum 1. Mai. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt mittlerweile schon den Braten versenkt hat oder was, Alter. Wir wissen es nicht. Ist eigentlich aber auch real, Alter. Was man nicht sehen will, ist Bass Dito, ja, von der Band. Bass Dito? Nee, Gossip heißen die, ja. Guck mal, die sieht ungefähr so aus. So sieht sie nur aus wie ein Wal, den man mit Tapeten umwickelt hat. Ja, aber wenn sie sie in Badeding ist, sieht sie so aus. Oh! Alter Schwede, ja? Dann wirst du blind, Alter. Und dann ist sie auch noch weiß wie so ein Schafskäse, Alter, ja? Hier eine schöne Sache, einfach so, ja? Mm. Geil, oder? Nackttaucherin, Alter. Das ist mal ein geiler, richtig geiler Beruf, Alter, ja? Hier, Alter, richtig makabere Meldung, ja? Teenager feiert Party nach Mord an Eltern. Jetzt denkst du, okay, vielleicht wurden die Eltern umgebracht und er wusste das nicht, wa? Nix, Alter, er hat sie selber umgebracht. Und zwar war das so gewesen in Miami, ja? Weil wir haben gerade von Florida gesprochen. So schließt sich der Kreis, Alter. Das heißt, der Typ kommt denn hierher, Alter? Der kommt nach Tegel, weil der war in Miami State Prison, Alter. Und wir gehen zu CSI. Wir fangen bei CSI an, vielleicht später mit Kamera. Ja, jedenfalls hier, ein Teenager aus, kennst du eh nicht, hatte Ärger mit seinen Eltern, dann nahm er einen Hammer und erschlug sie damit. Auch so, als wenn das normal wäre, geschrieben, ja. Er hatte Ärger mit seinen Eltern, da hat er ihnen die Beine abgesägt, Punkt, Alter. So steht in der Zeitung, ja. Alter, in welcher Zeit leben wir, Alter, ja. Das ist so ein Skandal, Alter, ja. Dann nahm er einen Hammer und erschlug sie, pass auf. Danach verstaute er die Leichen im Schlafzimmer und schmiss eine Party. Knapp 60 Leute kamen, die er über Facebook noch vor dem Mord eingeladen hatte. Zum Glück habe ich keine Kinder, Alter, ja. Wahrscheinlich könnte ich gar nicht, wäre ich schon ja nicht mehr da, Alter. So. Oh, die letzte Nummer, Alter. Schneidel Woods, Tiger Woods, Alter, ja. Oh, macht mich ein bisschen traurig. Die Meldung interessiert mich überhaupt nicht, aber kick doch mal hier. Oh, Mann, Alter. Tiger. Irgendwie bist du ein Idiot, Alter. Aber die anderen sahen auch richtig geil aus. Und deswegen hast du auch den Respekt verdient von der Männerwelt, ja. So, jetzt kommen noch ein paar Videos, ja, die ihr mir geschickt habt. Ihr müsst Videos jetzt, schickt mir bei Facebook eine Nachricht, ja. Die findet ihr, hier oben ist übrigens Abo, hier unten ist mein Facebook-Account, Twitter, Pipapo, Alter, wie die ganze Scheiße. Ich hab Google Plus, Alter. Aber Google Plus ist noch nicht so richtig viel los. Weil noch nicht frei ist, ja. Google Plus sind so ein paar Leute mal so, kann man ein bisschen auschecken, aber es ist nicht so viel los, Google Plus. So, hier ein schönes Video, Alter, ja. Da haben ein paar Soldaten, Alter, ich weiß jetzt ja nicht, wo das ist, haben einen Schimpansen, seht ihr jetzt selber. Mann, Alter. Geht gleich los, hier. West African Soldier. Ja, was ist das? Schimpanse. No. Nada, no, 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 no,
Tja. Naja, der Affe ist jetzt Schauspieler, spielt mit bei Rückkehr zum Planet der Affen, Alter, ja? Weil die Affen nehmen die Erde zurück in den Film, Alter. Mit AK-47-Gewehr. Vielen Dank für das Video, richtig geil. Halt eine andere Dinge kriegt hier. Auch Fußball, Alter. Also wenn ich Torwart wäre, Alter, und mir würde so in einen Elberin zwirbeln, Alter, würde ich mir danach, glaube ich, direkt am Torpfosten mich selber erhängen, Alter. Kick dir das mal an hier. Ist aus arabischen Versen, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere. Irgendwie jedenfalls aus dem Nahen Osten. Nahöstlich, die von der Schrift her. Ja? Arabisch. Das ist Arabisch, Alter. Das verstehe ich. Aber mach mal normal, Alter. Ich mach mal hier hinten auf Zeitlupe, Alter. Dass ihr seht, wie er das Tor rein geschossen hat, Alter. Allah! Hat er selber gesagt, der Reporter, ja? Er hat er selber. Gott, Alter, wie denn sowas? Ey, ist das mies mit Hacker, Alter, so auf Zeitlupe? Oh, Mann, Alter. Ich weiß nicht, ob der Torwart noch den Job hat, Alter, aber wahrscheinlich nicht, ja. So, vielen Dank auch für das Video, warte. Und zum Schluss, Hamik, ich hatte ja letzte Woche schon drin, wie wir habt, Liquid Walker, Bruder Morgana Video. Liquid Walker hat seine EP rausgebracht, www.district-music.de, könnt ihr Download umsonst machen. Er hat jetzt noch ein zweites Video gemacht, Vergessen in der Gleichung, Alter, richtig geiler Song. Zeige ich euch jetzt zum Schluss. Nicht vergessen, am 9.9. dicke Party, Alter. DJ bin ich nicht, aka Harry, Alter. Und D-Flame mit seinem Soundsystem, ja. Zwei Schiffe, eine Party, Alter, in Berlin, hier am Eastside, ja, vor der O2 World. Dann dicke Party, Nicht-Schwimmer-Party mit Peiler im Hafen, bevor die Boote loslegen, ja. Richtig mit Live-Mucke, Ramba, Zamba, Damba, Big Bomba, Alter. Ihr müsst kicken, Facebook, meinen Peilerman-Account, Alter. Da seht ihr die Posted, da könnt ihr Karten kaufen. Richtig geil, Alter, ja. Wir machen richtig Ramba, Zamba, Alter. Und jetzt zum Schluss Liquid Walker, Vergessen in der Gleichung, Alter. Ich bin raus, ihr seid im Bild und schaut da rein, Alter. Was ist los, Alter? So fett. Liquid Walker, District Baby. 16 Bars Exclusive. Könnte man schließen, doch euer Spielchen läuft nicht unter den anderen Tor. Ein Amt, ein Wort, yeah. Ich würde gern für Rapper ficken, ihm das Maul stopfen. Und doch verbietet mir mein Stolz diese Aufopferung. Das ist der Kampf mit dem eigenen Gewissen. Ich bring Rap etwas zurück, das die meisten nicht mal vermissen. Und was für Image, ich deute mich selbst an. Aber zeigt mir einen besseren Rapper mit deutschen Eltern. Und was du hörst, gibt den Ton an. Glaub mir, Vito, Rocco, Graziano, Balkan, Boa. Ja? Schädelings! Schädelings!